Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Living Lando. Glaube ich zumindest. Ich habe ehrlich gesagt jetzt immer noch nicht gesehen, wie das Spiel eigentlich heißt. Denn ja, ich habe jetzt im Moment eine Aufnahmesitzung. Aufnahmesitzung ist 40 Jahre. Naja. Wir wollen ja zum Schiff gehen, weil wir ja eine Expedition unternehmen wollen. Waren dann, sind in den Wald gelaufen, haben uns dann hingelegt und jetzt, naja, träumen wir. Vor uns liegt ein altes Schiffswrack. Das werden wir uns mal ansehen. Aber ich höre schon den Möwen. Oder? Und die Leute sind das. Was ist hier geschehen? Warum ist dieses Schiff untergekommen? Ach, der Traum ist vorbei. Aber vielleicht ist er ja ein Schiffsunglück gewesen, weil, wie gesagt, bei dem Vater wissen wir nicht, lebt er noch oder nicht, weil ich habe das Gefühl, der Vater ist gestorben, weil ich habe den erstens nicht gesehen. Gut, kann auch sein, dass der auf Arbeit ist. Aber ich meine, weil, oh, Vater wäre bestimmt stolz auf mich. Das würde man doch nicht sagen, wenn der Vater noch leben würde. Weil da kann man ihn doch fragen, bist du stolz auf mich? Da war die Mutter so gesagt, naja, dein Vater hat ja auch immer dieses Mittel gebraucht gegen die Seekrankheit. Das hört sich so an, als ob er halt nicht mehr lebt. So hört sich das ein bisschen an für mich. Ah, ich glaube, hier geht es gar nicht weiter, wie es aussieht, oder? Doch. Lindo und Nava. Muss ich eigentlich wieder jetzt zurückgehen, oder kann ich gleich da lang? Ich gehe nochmal kurz zurück. Ich finde es immer noch irgendwie schön malerisch. Da sieht man die Vögel, wie sie rumfliegen. Oder? Ach nee, Schmetterlinge sehen das. Aber ich höre zumindest die Vögel zwitschern. Also was finde ich, wie gesagt, malerisch. Manche hat natürlich jetzt von der Grafik natürlich, weil manche sagen, oh, das hat aber kein Raytracing. Aber das würde doch noch viel realistischer aussehen und überhaupt und weil. Wo ich mir denke, ja, das ist schön und gut, aber erst ist das Spiel schon ein bisschen älter, da gab es das noch nicht. Und zweitens glaube ich nicht, dass die jetzt noch nachträglich das einbauen. Na gut, ich habe gesehen, Minecraft hat ja diese Raytray-Unterstützung auch irgendwie bekommen. Und das sieht ja wirklich ganz geil aus, was ich gesehen habe bei YouTube bei den Videos. Das scheint ja dann wirklich richtig gut auszusehen. Gut, ich muss also doch wieder zurück. Jetzt ist das sozusagen wie eine Einbahnstraße hier. Weil das habe ich auch gesehen, dass dann mit diesem Raytracing, das ja Minecraft echt geil aussieht. Also nicht nur diese Klötzchen-Grafik, mein Gott hat der eh Klötzchen-Grafik. Aber jetzt auch so von der Spiegelung und alles. Lichtbrechung, das sieht wirklich echt genial aus. Ich habe ja schön, aber bevor es dieses Raytracing gab, gesehen, es gibt viele, viele Mods. Und da kann man auch die Texturen sowieso natürlich ändern, klar. Dann kann man die teilweise so ändern, dass zum Beispiel das Wasser erstens detailliert ist, also richtig wie natürlich aussieht. Und auch irgendwelche Lichtbrechungen und Spiegelungen, die man noch mit irgendwelchen Shadern noch einstellen kann, dass das richtig realistisch aussieht. Zwar hast du natürlich diese Klötzchen immer noch, diese Würfel, aber dass auch die Texturen da schon echt geil aussehen. Und das natürlich mit diesem Raytracing, glaube ich schon, dass das wirklich geil aussieht dann. Ich habe so viel Zeit als Kind hier verbracht. Ich bin noch nicht bereit zu gehen. Also bedeutet das jetzt hier, ich muss jetzt doch wieder zurück. Vielleicht hätte man ja den Wald ja zum Schluss machen sollen, weil wahrscheinlich der Wald auch der Weg ist, wenn ich dann, wie es aussieht, nach Lando gehen möchte. Meine Frage, wenn es heißt Leaving Lando, obwohl ich eigentlich gedacht hätte, wir würden in dieser Stadt leben. Aber scheinbar doch nicht. Also muss ich dann, wie es aussieht, doch wieder zurück, weil es gibt eigentlich keinen anderen Weg. Nur den Weg, den ich eben nehmen wollte, aber der nicht freigeschaltet ist, aber den Weg dahin konnte ich eben auch nicht nehmen. Weil es hieß, da komme ich her. Aber gut, habe ich das noch nicht freigeschaltet. Habe ich gesehen, gab es wie gesagt das Haus vom Onkel, was wir besuchen, und das Teehaus. Aber ich lasse mich mal einfach überraschen. Und ihr dann auch.
Da komme ich gerade her. Ja. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt dann lang gehen muss. Jetzt hier muss ich sagen, muss ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen passen, weil ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt hier lang gehen muss. Denn der eine Weg ist blockiert, der andere Weg ist blockiert. Oder muss ich mich nochmal hinlegen und muss noch diesen Traum vielleicht weiter träumen? Oder aber ich habe irgendetwas übersehen. Weil das Spiel eigentlich mehr oder weniger eigentlich ziemlich geradlinig aufgebaut ist. Ich spiele nochmal das eine Lied. Jetzt würde ich sagen, gehe ich nochmal dahin. Ansonsten muss ich ehrlich sein, ich weiß jetzt dann nicht, wo ich dann hier weiterkommen soll. Ich könnte mal in den Pavillon reingehen, ob es da nochmal irgendetwas gab. Weil hier ist jetzt auch nichts mehr zum Anwählen. Jetzt muss doch irgendwo etwas sein, was ich übersehen habe. Da sieht man natürlich auch, dass dann die Spielzeit dadurch natürlich dann für mich jetzt auch schon wieder länger ist, weil ich, naja, festhänge sozusagen. Na, ich gehe nochmal in das Höschen hier rein. Vielleicht finde ich doch noch einen Hinweis. Was gesagt, irgendetwas, was ich halt dann übersehen hatte. Ich denke mal, ich habe irgendwas übersehen, was jetzt für die Handlung wichtig ist, dass ich dann weiterkomme sozusagen. Drum hatten wir schon gesehen gehabt. Das auch eigentlich. Wie das mit diesen Schätzen. Diese beiden Sachen hatten wir auch schon gehabt. Oder gab es hier noch irgendwas? Nein. Das Bild hatten wir auch schon angewählt. Ich muss jetzt ehrlich sein, ich weiß jetzt momentan nicht, wo ich jetzt hingehen soll hier. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht in dem Spiel, dass ich vielleicht einen Fehler aufgerufen habe? Und hier komme ich nämlich nicht durch. Hier ist wie eine unsichtbare Wand. Das ist das Level sozusagen zu Ende. Das Spiel sage ich mir jetzt auch nicht ab, wenn der Wald jetzt schön aussieht. Ich möchte jetzt natürlich jetzt nicht eine Viertelstunde jetzt noch hier langlaufen, ohne dass ich jetzt etwas finde. Also wenn, dann möchte ich das Ganze nochmal kurz dann offline vielleicht weitermachen, wenn ich jetzt wirklich hier komplett feststecke und ich finde jetzt nicht das, was jetzt noch kommen soll. Würde ich das nämlich dann offline, wie gesagt, machen und wenn ich dann die Lösung gefunden habe. Oder wenn ich dann sehe ich mal kurz nach, ob eine Lösung für das Spiel braucht man ja eigentlich nicht. Man, das ist ja eigentlich geradlinig, was will man damit eine Lösung machen? Würde ich dann sonst mal offline ein bisschen rumlaufen, würde dann sehen, wo ich dann lang muss. Meinst du jetzt nochmal jetzt eine Viertelstunde jetzt durch den Wald zu laufen? Ohne dass ich jetzt etwas Neues finde. Muss jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt sein. Ah, hier ist doch was. J und D. Ah, ich kann das nicht anwählen. Warum kann ich diesen Liebesbaum nicht anwählen? Liebesbaum. Warum? Willst du mir deine Liebe nicht schenken? Lieber Baum. Nur weil dieser Baum neben dir schon umgefallen ist und keine Äste mehr hat. Willst du mir deine Liebe nicht schenken, Baum? Aber ich liebe dich doch, mein lieber Baum. Denn wir haben dich gepflanzt, damals. Als wir noch klein waren. Und jetzt sind wir erwachsen. Ne, wie gesagt, ich speichere mal kurz ab und werde die Folge mal kurz an der Stelle kurz unterbrechen. Und wenn ich dann weiß, wo ich jetzt weiterlaufen kann oder wo ich weiterkomme, schalte ich mich wieder ein. Also, bis gleich. So, ich schalte mich zurück.
Und. Nein, hier nehme ich noch nicht auf der Schnellstraße. So. Wir sind zurück. Ich bin noch ein bisschen rumgelaufen. Und ich habe etwas übersehen, wie ich mir schon gedacht habe. Und da laufen wir jetzt hin. Ihr seht das ja schon. Wir haben so viele Nächte draußen unter dem Sternenhimmel geschlafen. Ich stellte mir vor, dass jedes winzige Licht eine Insel in einem riesigen, schwarzen... Hey, das wollte ich eigentlich wohl noch lesen. Ich gehe noch zurück, da will ich nochmal sehen, was da steht. Wahrscheinlich, dass wir im riesigen, schwarzen Meer sind oder so ähnlich. Ich hätte diese Tasse wieder zurückbringen sollen. Mutter hat sie wohl all die Jahre nicht vermisst. Jetzt kann es bestimmt sein, dass wir dann jetzt weiterkommen. Ich denke mal, zurückgehen ist wahrscheinlich ist nicht möglich. Oder? Ich bin noch nicht bereit zu gehen. Ich denke mal, jetzt müssen wir wahrscheinlich zurück. Aber wenn ich ehrlich bin, das Stück würde ich jetzt eigentlich am liebsten rennen, aber ich habe jetzt in den Tastaturbelegungen irgendwie nichts gefunden, was ich anwählen kann, wenn ich mal kurz rennen möchte. Ich meine, der Wald sieht so schön aus und alles, aber... So für euch als Zuschauer ist es vielleicht in der Zeit ein bisschen öde, ich weiß es nicht. Trotzdem, wie gesagt, das Spiel hat nicht viel gekostet. Es war jetzt im Angebot gewesen, wo das sehr reduziert war, wo ich, wie gesagt, so 3 Euro ein paar Zerquetsche bezahlt habe. Und dafür ist das ein Spiel, was auch ziemlich kurz ist, doch wirklich wert. Das wäre natürlich jetzt kein Spiel, wo ich jetzt natürlich jetzt 30 Euro bezahlt hätte, oder 20 Euro. Wenn das nur eine Spielzeit von 2 Stunden hat. Da komme ich gerade her. Das kommt mir langsam so vor, als ob ich doch irgendwie... Ich weiß nicht. Ich müsste doch eigentlich jetzt weiterkommen. Eigentlich sollte nach den Tastaturbelegungen auch ein Inventar existieren. Und ich drücke die Taste dafür, aber es passiert irgendwie nichts. Was ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen sehr... Naja, seltsam finde. Weshalb ich ehrlich sein muss, ich muss nochmal kurz nach den Tastaturbelegungen gucken. Also, noch einmal. Tut mir leid für die Unterbrechung, aber bis gleich. Das ist der Panzer von einem Baby. Die Ausgewachsenen waren riesig! So groß wie du, Clara. Der ganze Strand war mit diesen Viechern bedeckt. Es sah aus, als würde das Land selbst sich bewegen. Und ja, es hat mich jetzt ein bisschen Nerven gekostet, das jetzt zu bekommen. Und ich muss ehrlich sein, ich habe mal bei YouTube nachgesehen, bei so einem englischsprachigen Video, dass einer das ganze Spiel schnell durchgespielt hat, ungefähr 25 Minuten, ohne Kommentare. Da habe ich mir mal die Stelle rausgesucht, weil ich dann gesehen habe, man muss also eine bestimmte Reihenfolge drücken. Das wird dann notdürftig zusammengeschrieben, man muss halt, wie gesagt, die halt 10 Mal muss man halt drücken, muss halt die richtige Reihenfolge drücken. Und naja, vielleicht seht ihr es ja. Man sieht, das sind halt 8 solche Dinger hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na gut, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ganz stimmt, aber ich glaube, müsste als erstes sozusagen bei den ganzen Sachen erst die 4 drücken, dann die 5, dann die 6, dann die 3, dann die 4, dann... Die 6,
danach die 4, dann die 2 und dann die 3. Wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, ich habe es nur so einen kleinen Schmierzettel geschrieben. Ihr könnt es ja euch ja nochmal immer wiederholen, was ich hier gedrückt habe, dann habt ihr es ja dann gesehen. Und das war also wahrscheinlich ja, der Trigger, dass ich dann hier weiterkam. Wo ich jetzt natürlich jetzt lang muss, weiß ich echt immer noch nicht, ob ich jetzt wieder zurück muss oder nicht. Und na gut, ich habe das jetzt schon, wie gesagt, einmal schon gemacht. Da hatte ich ja das Fortaufnahme gemacht, dass ich endlich geschafft hatte, das zu drücken. Dass ich dann auch eine Steamerungschaft bekommen. Und ich habe gesehen, da stand 30% ungefähr haben diese Trophäe erhalten. Also könnt ihr euch ja vorstellen, dass, wie man halt sieht, relativ viele Leute das also auch nicht geschafft haben. Eben weil sie nicht wussten, wie komme ich jetzt weiter, was muss ich jetzt eigentlich machen. Das finde ich, haben sie in diesem Spiel schon ein bisschen seltsam gemacht. Zum Beispiel wie jetzt, da komme ich gerade her. Ich meine, gut, kann es sein, dass ich jetzt, wie gesagt, da weitergehen muss nach Lindo, aber nicht so vom Prinzip verstehe ich nicht, muss ich erst nach Lindo gehen oder muss ich erst ins Teehaus gehen oder ist das jetzt vorgeschriebener Weg? Weil wenn der vorgeschrieben ist, dann bräuchte ich auch nicht wählen, wenn ich das Haus verlasse. Das heißt, ich möchte erst in den Wald gehen. Vielleicht hätte ich ja erst ins Teehaus gehen müssen, aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Das finde ich in dem Spiel dann schon ein bisschen komisch gelöst, ehrlich gesagt. Weil das, wenn die Liedes, wo das abgespielt hat, ich eigentlich dachte, na gut, nur das mal als Erinnerung, aber dass man das jetzt abspielen muss, wäre ich vielleicht auch noch irgendwann drauf gekommen, aber auch mit der Melodie, man hat ja nicht gesehen, welche Tasten gedrückt wurden. Und dass jemand das herausfindet, wirklich jetzt nur durch Gehör, hätte ewig gedauert bei mir. Deswegen muss ich sagen, ja, ich habe die Lösung geguckt, weil das war wirklich ein bisschen zu komisch für mich jetzt. Ach, hier kann ich jetzt das andere machen. Da würde ich sagen, wir gehen erst in den Hof meines Onkels. Aber wie gesagt, das fand ich jetzt ein bisschen sehr komisch. Muss ich zugeben. Veränderung ist nicht immer leicht. Na, manchmal notwendig, manchmal nicht. Oh. Vielleicht sollte ich mich noch ein wenig umschauen. Oh, wenn man hier die Blümchen sieht. Onkel, oh, Onkel, ich laufe zwar hier durch, aber ich möchte hier nichts kaputt machen. Deine riesen Blümchen. Sieht aus, als wären das irgendwelche Früchte. Also das ist ja so eine magische Welt hier. Also unser Onkel scheint, wie es aussieht, Landwirtschaft zu betreiben. Hier ist ein eine kleine Vogelscheuche. Jetzt haben wir schon ein bisschen geerntet hier. Hier baut er wirklich sehr viel an. Da diese blauen Früchte, diese weißen Früchte, wenn das Früchte sein oder Blumen, hier diese Sträucher. Oh, das sieht wirklich nicht schlecht aus. Als ich noch klein war, bin ich aus Versehen auf einen Blütenbeutel setzen getreten. Onkel hat mich lange nicht mehr auf den Hof gelassen. Hier ist noch eine kleine Vogelscheuche. Onkel, hast du vielleicht irgendwie etwas zu beichten? Etwas, von dem ich wissen müsste? Wissen sollte vielleicht sogar. Ah, aber er hat auch Äpfel und Kartoffeln. Ja, das ist doch schon mal was. Ich sehe mich nochmal kurz außerhalb des Hofes um. Und noch eins. Onkel, warum hast du solche kleinen Vogelscheuchen? Sind es solche kleinen Vögel, die hier vorbeischwirren? Du magst einfach nur kleine Sachen. Denn hier ist noch einer. Oh. Onkel, 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 was hast du nur für Probleme? Aber wir sind natürlich schön artig, bleiben auf dem Weg. Wir betreten jetzt das Haus des Onkels. Der auf wundersame Weise auch keine Fenster hat und auch keine Tür. Wenn hier mal Winter ist, gute Nacht. Hey, Onkel ist gar nicht da. Jetzt mal im Ernst, warum hat er eigentlich keine Fenster und warum hat er keine Tür? Ich meine, wird das hier nicht kalt? Meine Fenster hat er auch nicht. Also er hat schon Fenster, hat kein Glas. Oder wenigstens ein Fell oder irgendwie einen Stoff zum davor machen. Hier ist sein Bett. Was haben wir denn hier? Ein Buch.
Und das Spiel hat sich aufgehangen. Fast. Nee, doch nicht. Hat sich auch fast aufgehangen. Blütenbeutelbuch. Grassula natandes. Gemeinhin bekannt als Blütenbeutel. Ist in Lendo-Region von East Shade heimisch. Die Blüten des Blütenbeutels sind mit einer Mischung aus Luft, zähflüssigem Saft und Samen gefüllt. Wenn sie ihre volle Größe erreichen, fallen die Blüten zu Boden, brechen auf und verteilen ihren Samen. Wenn sie geerntet wird, bevor sie reif ist, verhärten sich die Blüten in eine hohle Kugel, die zum Auftrieb genutzt werden kann. East Shade, wie gesagt, es gibt also ein Spiel, was East Shade heißt. Ich habe es auch schon bei Steam auf der Bibliothek, habe es nur noch nicht gespielt. Sollte ich vielleicht auch mal nachholen. Vielleicht sogar nach dem Spiel hier dann. Man ist ja derselbe Entwickler, also. Warum nicht? Bruder, ich verstehe deine Bedenken und glaube nicht, dass ich sie nicht teile. Aber ich kann keinerlei Mitgefühl für dein Verhalten Clara gegenüber aufbringen. Verdient sie wirklich die Schuldgefühle, mit denen du sie vor der wichtigsten Entscheidung ihres Lebens belastest? Diese Wahl ist nicht meine oder deine. Und diese Entscheidung betrifft dich auch nicht allein. Versuch doch einmal an Claras Glück zu denken. Denke darüber nach, was sie gerade empfindet. Du verlierst ihre Nähe nur für ein paar Jahre. Hab Acht, dass du nicht auch noch ihre Liebe und ihr Vertrauen verlierst. Deine Schwester. Ah, unsere Mutti hat also ihm geschrieben, dass, naja, er sie, sag ich mal, loslassen soll. Schnüffelst du in meinem Haus herum, hä? Onkel? Clara, ich hatte dich nicht so früh erwartet. Du hast hoffentlich nichts Interessantes gefunden. Ja doch, du hast mit meiner Mutter über mich geredet. Das haben wir. Der Gedanke, dass du uns verlässt, war nicht leicht für mich zu ertragen. Und dass es so eine gefährliche Reise ist, macht es noch schwieriger für mich. Warum haben die eigentlich alle hier so einen Mundschutz? Ah, der Coronavirus ist auch hier angelangt. Der Coronavirus ist selbst in East Shade. Mal überlegen. Wolltest du nie die Welt erkunden? Ich habe hart hierfür gearbeitet. Ich mach's mal so. Wolltest du nie die Welt erkunden? Natürlich nicht. Ich habe hier meine Heimat und es gibt viel zu tun. Warum sollte ich meine Sicherheit für etwas Unbekanntes opfern? Entdeckungen zu machen ist eine Belohnung an sich. Was ist, wenn ihr eine, furchtbare Krankheit entdeckt? Ist dir eigentlich in den Sinn gekommen, dass du das nicht überleben könntest? Die Akademie hat mich auf die Reise vorbereitet. Du hast keine Ahnung, was dich alles erwartet. Du hast Bücher an der Akademie gelesen. Vielleicht hast du auch Geschichten gehört, aber du weißt gar nicht, was du tust. Genau wie dein Vater nicht wusste, was er tat, bis es zu spät war. Und schau dir an, wo er jetzt ist, am Meeresgrund. Und das ist der gerechte Lohn für seinen Leichtsinn. Also war das mit dem Traum, den wir hatten, oder die Rückblende doch gewesen, dass also das Schiff unseres Vaters untergegangen ist und er ist dann auf Expedition gestorben. Ich hab's mir schon gedacht, dass der Vater gestorben ist. Weil die Mutter hat so geredet und er ist so, als ob er eigentlich nicht mehr da ist. Tut mir leid, Clara, das war unangebracht. Du weißt, dass ich ihn sehr liebte. Unfälle können überall passieren. Ja, das stimmt allerdings. Es kann überall was passieren. Mein Vater lebte seinen Traum, als er starb. Ich mach das. Unfälle können überall passieren. Natürlich. Ich mache mir nur Sorgen, dass ich dich zum letzten Mal sehe. Mama kann seine Bedenken auch gut verstehen. Ich wünschte, ich könnte dich davon überzeugen, dass das Leben hier so aufregend ist wie anderswo auch. Dass es im Rest der Welt wirklich nicht so toll ist. Aber wie ich sehe, hast du deine Wahl getroffen. Es sind doch nur 3 Jahre. Vielleicht die längsten 3 Jahre meines Lebens, Clara. Schreibe uns, wann immer du kannst. Wir werden an dich denken. Onkel, lauf doch nicht weg. Wo läuft mein Onkel jetzt eigentlich hin? Wer bist du? Onkel? Ich geh gleich zu dir hin, wer auch immer du bist. Aber ich will erst mal sehen, wo mein Onkel hinläuft. Lauf bitte nicht weg, Onkel.
Onkel. Jetzt ist er eingeschnappt. Ach, Onkel. Ach, du wirst mich noch verstehen eines Tages. Wenn du weiser wirst und reifer. Na gut, er ist älter wie wir, aber das macht ja nichts. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der Blütenbeuteltee so sehr mag wie mein Onkel. Das hatten wir ja schon gehabt. Das hatten wir auch schon gehabt mit diesen Büchlein. Man hat auch die Blümchen überall drin. Sieht man doch einen kleinen Tisch. Das Wichtigste hat er. Hier ein kleines Regal. Hier noch ein bisschen was. Seine ganzen Lebensmittel. Auch wieder sein Brot, Kartoffeln, Äpfel. Ich habe auch immer keine Kirschen oder Erdbeeren oder irgendwas anderes gesehen hier. Hallo, kleiner Mann. Wer bist du und warum hast du auch so einen Mundschutz? Trage ich auch einen Mundschutz? Ich sehe mich ja nicht. Kleiner Mann, warum hast du einen Mundschutz? Ist das Coronavirus auch hier eingelangt? Wahrscheinlich. Ich werde dir die Hand leider nicht schütteln können. Tut mir leid. Die Massenhysterie lässt es nicht zu. Hypokasch. Thomas, Papa sagt, dass du mit dem Boot verunglücken wirst. Und dann gehst du unter. Zum Glück kann ich gut schwimmen. Aber du kannst nicht den ganzen Weg nach Hause schwimmen. Oder? Nein, aber ich habe einen guten Kapitän. Ist dein Kapitän schon einmal verunglückt? Niemals. Ich reise nur mit dem Allerbesten. Nicht, dass ich wüsste. Na, ich mach mal so. Jetzt soll ich nicht so Sorgen machen. Niemals. Ich reise nur mit den Allerbesten. Also wirst du nicht sterben. Ich bin im Handumdrehen zurück. Na gut, 3 Jahre ist nicht Handumdrehen. Natürlich nicht, Thomas. Okay. Aber schau, mein Boot ist verunglückt. Und alle Passagiere sind über Bord gegangen. Jetzt treiben sie auf dem Meer. So ein Pech. Sollen wir sie retten? Ja. 4 Passagiere fehlen noch. Wir müssen sie finden. Ach, bestimmt diese kleinen Figürchen. Naja, das waren diese kleinen Figürchen hier. Die haben wir ja schon gefunden, ein paar von denen. Wo ich gesagt habe, hä? Ich habe schon einen gefunden, Thomas. Onkel, hast du vielleicht die Passagiere gefunden? Ah, ich weiß, du liebst deine Arbeit. Beeil dich, sie sterben. Oh, oh, ich beeile mich, Thomas. Ich glaube, hier war auch ein Passagier gewesen. Die Passagiere müssen gerettet werden. Thomas, hilf mir doch. Aber du kommst nicht voran, weil du hängst fest an der Mauer und findest den Weg nicht. Weil die KI dich nicht lässt. Ich habe so viele Sommer mit dieser Schaufel verbracht. Lebe wohl, Schaufel. Ich werde dich nicht vermissen. Der Tod ist überall. Ach, dann geh lieber weg. Du bist ein seltsamer kleiner Junge, Thomas. Da hinten ist auch noch einer. Wie lange kann jemand im eiskalten Wasser überleben? Ich weiß es nicht. Ich hoffe doch lange genug. So, Thomas, müssen wir noch unseren letzten Passagier finden. Ich glaube, da war... Genau, hier irgendwo. Genau. Ich habe sie gefunden, Thomas. Sie haben alle überlegt. Danke für deine Hilfe, Clara. Ein guter Kapitän lässt niemanden im Stich. Stirb nicht, okay? Wenn ich wiederkomme, habe ich dir viel zu erzählen. Bis später. Oh. Der Thomas. Wo ist eigentlich die Frau eigentlich von ihm und seiner Mutter? Hm. Onkel? Ich habe die Passagiere gerettet. Ja, ich bin ein Held. Ich bin eine Heldin. Und weil die Folge sonst so lange dauert, werde ich jetzt abspeichern und die Folge an der Stelle auch beenden. Also, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge werde ich, wenn mir das Spiel das zulässt, dass ihr verlassen und zum Teehaus geht.
Dann werden wir eine Runde Tee trinken und ihr könnt euren Tee stoppen und meine Werke genießen. Oh Gott, das will ich sowas sagen, ist doch schrecklich. Naja, gut. Also, macht's gut, bis dann. Tschüss.